Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute, wo ich dieses Video drehe, ist der 29. Dezember und das bedeutet, dass ich heute Geburtstag habe. Und das heißt, dass ich endlich die wunderschönen Geschenke aufmachen darf, die hier schon seit Tagen oder auch Wochen teilweise rumstehen. Ich habe nämlich von der lieben Jessie von Melody of Books und von der lieben Chloe Morgenstern zum Geburtstag ein bisschen was zugeschickt gekriegt. Und ja, da steht hier von Jessie, glaube ich, schon... also zunächst eingepackt irgendwie eine Woche und jetzt schon seit Heiligabend steht es hier, also immer in Geschenkpapier eingepackt, aber halt nicht mit dem Karton eingepackt. Und dieses Geschenkpapier alleine ist schon so süß, dass ich es ständig anstarren musste. Und ja, von der Chloe Morgenstern, das Paket stand hier halt auch schon seit einer Woche vor Weihnachten und ich wusste halt, dass da auch was für einen Geburtstag drin ist. Und die ganze Zeit warte ich darauf, dass ich es auspacken darf und jetzt ist es endlich soweit und deswegen soll es jetzt ein Unpacking dazu geben. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich bekommen habe. Von der Chloe Morgenstern habe ich immer dieses große Schmuckstück bekommen und ich habe einen Verdacht, beziehungsweise ich weiß ansatzweise, was drin ist. Dazu kommen wir gleich. Und dann habe ich von ihr noch diese beiden kleinen Päckchen bekommen. Und von der lieben Jessie habe ich, mal gucken, hier so zwei kleine Sachen und hier ein paar kleine Sachen bekommen. Und dann auch noch zwei etwas größere Sachen. Und oh ja, ich bin so glücklich, dass ich es jetzt auspacken darf und dass ich das jetzt auch machen kann. Ich dachte nämlich, ich komme erst heute Abend zu. Und wenn es halt, ja, wenn halt alle Gäste gegangen sind und dass ich mich so lange gedulden muss. Aber da ich mit den Vorbereitungen für meinen, ja, für meine Familienfeier, sage ich mal, jetzt relativ schnell durch war, habe ich jetzt so eine Stunde Luft und die nutze ich jetzt einfach, um die Sachen auszupacken und ich bin ganz aufgeregt. Und ich denke, ich starte mal mit den Dingen von Chloe Morgenstern. Und da mit einem der kleineren Dinge. Ich denke mal, ich nehme das hier zuerst. Das klappert so verführerisch. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich kann es auch irgendwie nicht ertasten. Und ja, ich bin ganz gespannt. Ich mache es jetzt mal auf. Oh, das sieht interessant aus. Oh Gott, da schlägt mir gleich ein Duft entgegen. Oh, es sind Badekugeln. Oh nein, die eine ist ein bisschen kaputt gegangen. Ich zeig's euch mal. So sehen sie aus. Von Balea, so ein Vierer-Set. Und die riechen schon mal sehr intensiv. Winterlicher Duft steht drauf. Vanille soll das, denke ich mal, sein. Und Zimt, steht das hier irgendwo? Vanilleduft, ja. Und ja... Die eine ist ein bisschen kaputt gegangen hier. Aber seht ihr das? Da kleben so Sterne und so noch drauf. Die sind ja richtig süß. Aber jetzt habe ich so viel Badekram, ne? Ich habe diesen Winter noch nicht einmal die Zeit gefunden, einen gemütlichen Bad zu nehmen. Das muss ich jetzt unbedingt machen, weil sie hatten ja in dem Tauschpaket auch so Badesalz war es, glaube ich, oder auch eine Badekugel. Ich weiß das gar nicht mehr. Geschenkt und in meinem Wichtelpaket war auch was drin und ja, ich muss das jetzt endlich mal alles irgendwie verwenden. Lieben Dank erstmal dafür, da freue ich mich drüber. Ich habe Badekugeln bisher, glaube ich, einmal oder so erst benutzt. Ich weiß gar nicht warum. Badesalz kauft sich schneller, finde ich. Das ist keine Ahnung. Aber jetzt habe ich ja erstmal einen kleinen Vorrat an Badekugeln. So, das nächste wäre das. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Notizbuch oder so. Ich bin mal sehr gespannt. Wo mache ich das denn mal am besten auf? Ah, heute zerreiße ich das. Ist mir egal. Oh, das sieht aber süß aus. Oh, ja wirklich. Tatsächlich, es ist ein Kalender fürs nächste Jahr, 2017. Der ist total süß, oder? Wie der aussieht. Richtig süß. Ich muss da mal kurz reingucken. Ah ja, sehr schön. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Das ist halt so mit so einer normalen Übersicht. Ich muss mal gucken. Ich habe schon von meiner Mutter einen zu Weihnachten bekommen, so einen etwas größeren. Den nehme ich aber eher für meine privaten Termine. Ich glaube, den nehme ich dann einfach für meine Videos und fürs gemeinsame Lesen und so, um das alles ordentlich zu planen. Weil bisher mache ich das immer auf einen Zettel und ich schmeiße den nach dem Monat weg. Aber ich habe schon länger überlegt, ja, mir dafür so einen Terminkalender anzuschaffen, wo ich dann reinschreibe, wann ich drehe, welches Video wann kommen soll und damit ich das alles schön übersichtlich habe. Von daher kann ich den auf jeden Fall gebrauchen. Vielen Dank dafür. Mir war das nämlich immer zu viel, das alles in meinen privaten Kalender reinzuschreiben, wo ich die normalen Termine und so auch drin habe. Und deswegen habe ich es bisher immer nur auf so einen Zettel gekritzelt. Aber so ist das natürlich viel schöner. Und ja, ich denke, dafür werde ich den auf jeden Fall nutzen. Dafür eignet der sich sehr gut. Vielen Dank dafür. So, und jetzt kommen wir zu dem Herzstück der Geschenke, sage ich mal, von der lieben Chloe.
Dazu kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hatten wir verabredet, ein Tauschpaket zu machen. Und ich meinte zu ihr, dass ich ihre... Also ich habe es halt im Oktober, als sie Geburtstag hatte, habe ich es nicht geschafft, ihr was zum Geburtstag zu schicken. Und meinte zu ihr, ich packe das mit in dein Tauschpaket. Und dann habe ich überlegt, was. Und ich dachte so, es gibt ja diese Funko Pops. Und ich wusste nicht, ob Clary die mag. Weil sie, ich wusste, sie hat noch keine. Ich wusste aber nicht, hat sie keine, weil sie sie nicht interessieren. Oder hat sie keine, weil sie einfach noch keine gekauft hat. Noch nicht dazu gekommen ist. Ich wollte sie aber halt auch nicht fragen, weil ich dachte, dann weiß sie ja, was ich ihr schenke. Das kann sie sich ja dann denken, ist doch doof. Aber dann hatte Clary genau die gleiche Idee und hat mich auch gefragt, was ich denn davon halte, weil ich auch noch keinen habe. Und ich meinte nur, ja doch, ich will unbedingt welche haben, ich weiß nur nicht, mit welchem ich anfangen soll. Und dann meinte sie, hey, ich schenke dir einen. Und dann nimmt sie mir die Wahl praktisch ab. Das fand ich super. Und ja, dann haben wir uns mehr oder weniger abgesprochen, dass wir uns halt gegenseitig einen Funko Pop zum Geburtstag schenken. Welche ich ihr geschenkt habe, könnt ihr in ihrem Unpacking zum Tauschpaket sehen. Ich verlinke es euch, wenn ich dran denke, nochmal unten in der Infobox. Und ja, das ist meiner. Und ich darf ihn jetzt endlich aufmachen. Es ist mein erster. Ich bin so aufgeregt. Ich überlege schon so lange, halt da auch anzufangen, sie zu sammeln. Konnte mich aber echt nicht entscheiden, mit welchem ich anfange, weil es so viele tolle gibt. Ich habe mir so viele angeguckt und konnte mich nicht entscheiden und dachte so, der erste, das muss einfach der richtige sein. Und jetzt finde ich es einfach ganz gut, dass sie mir die Entscheidung abgenommen hat, weil ich glaube, sonst hätte ich mir in 50 Jahren noch keinen gekauft. Aber ich wollte unbedingt einen haben und ja, mal gucken, welcher es ist. Ich sehe was. Oh mein Gott. Ja, es ist Harry Potter. Es ist Harry Potter! Oh Gott! Ich muss ihn auspacken. Ich muss ihn auspacken. Ich muss ihn auspacken. Wo geht er auf? Wo geht er auf? Wo gehst du auf? Da. Oh Gott! Ich habe einen eigenen privaten Harry Potter in meinem Bücherregal stehen ab heute. Oh Gott! Hallöchen! Guten Tag! Da ist er. Oh mein Gott, ich finde ihn so toll. Ich liebe das einfach, dass diese Figuren, die sind auch so mit Liebe zum Detail gemacht. Ich meine, seine kleine Krawatte und sein Zauberstab und das Wappen von Hogwarts ist auf seinem Umhang. Und der Umhang hat sogar eine Kapuze, obwohl man sich diese Figuren, wenn sie so im Regal stehen, von hinten eigentlich kaum anguckt. Und die Narbe ist zu sehen und oh, ich habe einen Harry Potter. Richtig cool. Lieben, lieben Dank, liebe Clary. Ich freue mich mega und oh, ich habe jetzt einen eigenen Harry Potter in meinem Bücherregal. Das ist einfach nur mega cool. Ich werde ihn erstmal wieder einpacken, damit er heute keinen Schaden nimmt, wenn hier Gäste rumlaufen und alles. Wir wollen ja nicht, dass er irgendwie verletzt wird. Deswegen packe ich ihn erstmal zurück in seinen Karton. Aber ich freue mich mega. Oh Gott, ich habe einen eigenen Harry Potter. Sehr gut, sehr cool. Okay, so. Weiter geht's mit den Geschenken von der lieben Jessie. Ich denke, da arbeite ich mich auch mal vom Kleinen zum Großen vor. Und ich habe die Großen ja schon befühlt, ne? Und das eine fühlt sich auch wie ein Funko Pop an. Und ich raste gleich richtig aus, wenn das noch einer ist. Aber ich fange erstmal mit den kleinen Dingen an. Ja, womit fange ich an? Nehmen wir mal das, weil das ist so von der Form... So komisch, dass ich keine Ahnung habe, was drin sein könnte. Bei den anderen kann ich es mir so ein bisschen denken, aber bei dem ist es echt, das ist so unförmig. Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Von daher fange ich damit mal an. Und ich, ach ja, das ist übrigens das süße Geschenkpapier, was ich meinte, mit diesen Eulen. Das ist so niedlich. Ich finde es so schön. So, mal gucken. Oh, was ist das denn? Was bist du? Oh Gott! Oh mein Gott, wie süß! Guckt ihn euch an! Es ist ein Schlüsselanhänger in Form eines Fuchses. Dreh dich nicht so doll. Da, da. Oh, wie süß. Oh, die Spiele. Oh Gott, so süß. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich den dran machen soll. Der ist viel zu schade. Ich habe Angst, dass der mir kaputt geht. Aber der hat natürlich noch eine gute Größe. Ich mag nicht so Riesenschlüsselanhänger. Also es gibt ja auch diese von Niki, die sind dann aber teilweise schon so groß. Und das ist mir zu viel am Schlüssel, aber der hat eigentlich noch voll die gute Größe. Och Gott, bist du niedlich. Oh, guckt ihn euch an, der ist voll süß. Und ein kleines Puschelschwätzchen. Ist das überhaupt ein Fuchs? Doch, oder? Das ist doch ein Fuchs. Das steht nicht drauf, aber für mich sieht es aus wie ein Fuchs. So, wegen diesem Schwanz. Ich nehme es mal an. Man weiß es nicht.
Ich glaube schon. Was sollte es sonst sein? Er ist ja auch rot und so und hat diese Ohren. Oh ja, voll süß. Ich glaube, ich mache mir den wirklich an den Schlüssel, weil der hat mal eine schöne Größe. Ansonsten würde ich ihn mir halt irgendwo hinsetzen. Aber der ist so klein. Dann kommt die Katze und spielt damit und dann ist er verloren. Das wäre viel zu schade. Sehr süß. Dankeschön. So, kann ich dich hier hinsetzen? Nein, fällst du runter. Dann lasse ich dich lieber hier liegen. Dann machen wir mal hiermit weiter. Das könnte vielleicht Nagellack oder sowas sein. Könnte aber auch was ganz anderes sein. Mal schauen. Ja. Keine Ahnung, wie ich es aufkriegen soll. Überall ist Tesafilm. Ah, was hast du gemacht? Ah, jetzt habe ich hier eine Schicht Tesafilm abgerissen. Sehr gut. Es klebt sie an mir dran. So. Ich glaube, das Problem hatte ich bei dem Tauschpaket auch, dass das Tesafilm immer an mir dran klebte. Ja, es ist Nagellack und es ist eine wunderschöne Farbe. Guckt ihn euch an. Seht ihr, es ist fokussiert. Nicht, wieso fokussierst du nicht? Es ist alles so verschwommen. Egal, die Farbe erkennt man trotzdem. Voll schön. Die habe ich auch noch nicht. Wie heißt sie? Take a Brick. Sehr cool. Das passt sich sehr gut, weil mein Nagellack, den ich aktuell drauf habe, der geht schon wieder so ein bisschen ab an den Kanten. Und dann mache ich den heute Abend ab und ja, probiere den gleich mal aus. Sehr schöne Farbe. Die ist auch so, ja, noch so dezent, aber trotzdem schon, ja, nicht auffällig, aber schön halt. Wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, ich finde sie schön. Ich habe sie noch nicht. Das ist sehr gut. Mittlerweile habe ich auch relativ viele Nagellacke angesammelt, da ich jetzt, wo ich nicht mehr im Krankenhaus arbeite, die öfter tragen darf. Und ja, aber die Farbe habe ich noch nicht. Sehr gut. So, ach so, weiter geht's damit. Auch hier das Problem, Tesafilm. Ah, jetzt geht's. Oh nein. Ja, es ist Pflegecreme mit Pfirsich-Papaya-Duft. Es ist echt ein bisschen lustig, das ist jetzt die dritte Dose, die ich davon geschenkt gekriegt habe. Eine hatte ich im Wichtelpaket, eine hatte ich im Tauschpaket von Clary. Und jetzt habe ich es von der lieben Jessie auch noch gekriegt, aber das macht nichts, weil ich die eine ja schon aufgemacht habe und die duftet so wahnsinnig gut, dass ich davon nicht genug kriegen werde. Und von daher kann es gar nicht schaden, da einen kleinen Vorrat zu haben. Finde ich sehr schön. Die riecht wirklich total sommerlich. Ich freue mich schon darauf, die zu benutzen. Also richtig gut. So, dann machen wir mal hiermit weiter. Das fühlt sich auch an wie irgendein so Duschkrams. Oh nein, ich glaube, ich weiß, welches es ist. Da stand ich den einen Tag schon vor und habe mich zusammengerissen, damit ich es nicht kaufe. Oh ja, ah! Es ist Regenbogendusche von Balea mit dem Einhorn drauf. Oh mein Gott, ich stand den einen Tag vor und dachte so, oh Gott, da ist ein Einhorn drauf und es ist einfach so süß. Also überlegt, nimmst du das mit? Und dann standen da so eine Mutter mit so zwei kleinen Mädchen stand da so neben mir und die guckten mich so komisch an, dass ich es dann nicht gekauft habe. Und die haben es natürlich mitgenommen, ne? Die kleinen Mädchen. Und ich stand daneben und dachte mir so, geh's mal schnell weiter, weil die guckten mich so komisch an. Aber ja, jetzt habe ich es ja. Ich muss mal kurz dran schnuppern. Das riecht aber sehr. Oh, jetzt hat es gepupst. Riecht sehr süß. Oh ja, duftet nach Sternchen und Wölkchen. Ja, mal gucken. Ach ja, oh, schön. Freue ich mich drüber. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch zwei kleine. Das nächste wäre das. Das sieht verdächtig nach einem Lesezeichen aus, würde ich mal behaupten. Oh ja, es ist ein Lesezeichen. Es ist ein sehr schönes Lesezeichen. So sieht's aus. Moment, seht ihr es? Da steht auf jeden Fall drauf: Some stories stay with us forever. Und es ist wieder so ein cooles Lesezeichen mit so einem Gummiband. Die finde ich ja richtig gut, einfach für Taschenbücher und broschierte Ausgaben, um die so ein bisschen zusammenzuhalten und damit die nicht rausrutschen. Ja, kann ich auf jeden Fall gebrauchen, weil Lesezeichen kann man nicht genug haben. Vor allem, weil ich im Moment so viele Bücher angefangen habe, dass mir bald die Lesezeichen ausgehen, wenn das so weitergeht. Und dann habe ich noch das. Das raschelt. Das könnte was Süßes sein, aber es könnten auch Katzenleckerlis sein, weil die Jessie weiß, dass ich Katzen habe. Und das fühlt sich an wie diese Tüte. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ich gucke jetzt einfach mal nach. Oh ja, wirklich. Oh, da wird sich die Emma aber freuen. Das sind Katzenleckerlis. Was ist es? Fleischige Häppchen mit Truthahn verfeinert mit Leberwurst. Oh Gott, ich glaube, da wird sie voll drauf stehen.
Da wird sie sich richtig drüber freuen. Vor allem hat unsere Emma Zahnprobleme gehabt, lange Zeit, und wurde ganz oft behandelt. Sie musste erst Tabletten nehmen, das hat nicht geklappt. Dann hat sie alle paar Monate eine Spritze gekriegt und sie hatte ständig Schmerzen. Und letztendlich haben wir ihr die hinteren Backenzähne ziehen lassen, weil sich halt in dem Bereich immer das Zahnfleisch entzündet hat, weil der, das ist so eine Autoimmungeschichte irgendwie, reagiert der Körper empfindlich auf Zahnbelag. Und da war das halt besonders schlimm. Und seitdem sie die draußen hat, ist sie überglücklich, weil sie wieder fressen kann. Weil sie hat wirklich die meisten Dinge, die sie so gerne mochte, nicht mehr angerührt. Sie hat nur noch praktisch zur Lebenserhaltung gefressen, wenn sie Schmerzen hatte. Und seitdem es ihr wieder besser geht, freut sie sich über alles und ist so begeistert. Wir müssen schon aufpassen, dass sie nicht zu dick wird. Und sie ist halt auch lange Zeit an Leckerlis nicht rangegangen, aber jetzt so seit ein paar Wochen isst sie die auch wieder. Und deswegen denke ich, wird sie sich da mega drüber freuen, dass sie jetzt noch was Neues hat, was sie wieder genießen kann. Und die kennt sie, glaube ich, nicht. Wir hatten die, glaube ich, noch nie. Von daher vielen Dank, da hast du Emma eine große Freude mitgemacht. Die wird sich da sehr drüber freuen und ich werde die... Ja, ich werde sie ihr gleich mal zum Testen geben und ich hoffe, dass sie sie mag. Aber ich glaube schon, weil Leberwurst ist allein schon total ihr Ding. Ich glaube, wie bei jeder Katze. Also richtig schön. So, jetzt sind wir bei den großen Sachen angekommen. Und ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Ja, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich fange mal damit an. Das fühlt sich an verdächtig wie ein Buch? Fragezeichen. Wir werden sehen. Ja, es ist ein Buch. Aber was für eins? Moment. Es kommt mir gerade noch nicht bekannt vor, das Cover. Ich muss mal gucken. Ah, okay. Es ist Almost von N. Elliott aus dem DFLV Verlag. Ich muss noch mal kurz lesen. Okay, klingt nach einer sehr interessanten Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf meinem Wunschzettel hatte, das Buch, oder ob du das jetzt spontan gekauft hast. Keine Ahnung, aber wie auch immer, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hier geht es um Jess, die vor 3 Jahren irgendwas Schlimmes erlebt hat, was ihr ganzes Leben durcheinander gebracht hat in einer einzigen Nacht. Und sie sucht sich halt einen Sommerjob, damit sie irgendwie zur Normalität zurückkehren kann. Und dann muss sie ausgerechnet mit, wie heißt der, Gray konkurrieren. Und dann geht sie mit ihm einen Deal ein. Also sie teilen sich den Job, er kriegt das ganze Geld und dafür tut er so, als wären die beiden ein Paar. Was sie nicht weiß, ist aber, dass er in dieser Nacht, die alles veränderte, eine wichtige Rolle gespielt hat und dass er seit langem in sie verliebt ist. Klingt sehr, sehr spannend. Ich bin da voll neugierig drauf gerade. Ich hätte voll Lust, das direkt anzufangen. Aber ich glaube, das ist echt eher so eine Sommergeschichte. Ich weiß es nicht. Aber klingt auf jeden Fall total cool. Vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich drüber, wirklich. Ich bin nur gerade echt verwundert, weil ich nicht weiß, ob ich dieses Buch schon mal je gesehen habe. Und ich habe dir meine Wunschliste geschickt und ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob das da drauf stand und ich weiß das nur nicht mehr. Aber auf jeden Fall freue ich mich drüber, weil die Geschichte wirklich wahnsinnig toll klingt. Und ja, hast du das auch auf deinem Sub? Vielleicht können wir das zusammenlesen, müssen wir nochmal gucken. Und ja, vielen Dank dafür. Und jetzt geht's ans letzte Geschenk. Das hier. Und... ich mach's jetzt einfach auf, ohne lang zu reden, weil ich bin viel zu neugierig, was da drin ist. Ja, es ist ein Funko Pop. Das sehe ich. Ich hab's ja schon gefühlt. Und... ah, geh auf! Geh auf! Es ist Albus Dumbledore! Ich hab einen Dumbledore! Oh mein Gott! Oh mein Gott, vielen Dank. Guckt ihn euch an. Ich muss ihn auspacken. Ich muss ihn auspacken. Ich muss ihn auspacken. Los, los. Ich habe einen Dumbledore. Dumbledore. Ich glaube, das ist der Dumbledore aus den späteren Filmen. Kann das sein? Ich finde, der sieht nicht aus wie der erste Dumbledore, sondern eher wie so der spätere Dumbledore. Oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Guckt ihn euch an. Und auch er ist wieder so detailgetreu mit seinen... Ich meine, seht euch den Zauberstab an. Das ist eindeutig. Seht ihr es? Ich glaube, ihr seht es nicht. Seht ihr es? Ah, es ist auf jeden Fall der Elderstab. Oh, richtig cool. Lieben, lieben Dank, liebe Jessie. Oh Gott, ich freue mich da gerade voll drüber. Der ist so cool. Ich habe meinen eigenen Dumbledore. Er guckt ein bisschen grimmig, muss ich sagen. Aber davon abgesehen, oder? Findet ihr nicht? Ah, davon abgesehen ist er voll cool. Ich werde ihn auch erstmal wieder einpacken, weil wie gesagt, Gäste und Katze und so. Ich habe Angst, dass die irgendeinen Schaden nehmen.
Und ich muss dann auch erstmal in Ruhe gucken, wo ich sie hinstelle. Also natürlich zu meinen Harry Potter Büchern, aber ich glaube, ich muss da erstmal Platz machen. Und von daher wandern sie erstmal wieder zurück in ihre Schachtel. Oh Gott! So, wieder eingepackt. Oh, ich habe das Plastik ein bisschen zerknickt, aber das ist ja nicht so tragisch. Ja, das war's. Oh Gott, ich bin noch vollkommen hin und weg und vollkommen geflasht und das ist so cool. Lieben, lieben Dank an euch beiden. Ich schreibe euch gleich nochmal und danke euch nochmal so persönlich, aber hier an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Ihr habt mir beide eine große Freude gemacht. Ich bin gerade wirklich total hin und weg und ihr habt mir diesen Geburtstag noch zusätzlich verschönert und ja, ich glaube, wie viel, ja, eine halbe Stunde ist gleich um. Ich muss jetzt mich weiter um die Vorbereitungen kümmern und vorher gucken, dass ich das alles hier ordentlich wegräume. Und ja, lieben Dank nochmal. Ich freue mich wirklich sehr. Und ansonsten, ihr da draußen, ihr Zuschauer, könnt mir gerne schon mal verraten, ob ihr dieses Buch schon mal gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Und natürlich, wie ihr zu diesen Figürchen steht. Habt ihr auch welche? Wenn ja, welche? Wenn ihr keine habt, wieso habt ihr sie noch nicht? Und ja, erzählt es mir gern. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle von mir. Ich gehe jetzt meinen Geburtstag feiern. Ich wünsche euch aber auch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.